Jetzt kommen wir zu einer Comedy-Legende. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie aus Paderborn. Hier ist Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber meine Bekannte meinte neulich mal so zu mir, ich würde oft überhaupt nicht richtig zuhören. Ich sage 12:30. Sagt sie, ja genau, das meine ich. Ich sage, ja, aber ich meine, da ist auch klar, wenn man schon 7 Jahre zusammen ist, sie so 4. Ich sage, jo, kommt mir aber länger vor. Nee, also ich meine, ist ja klar, in einer längeren Beziehung, ne, da schaltet das Gehirn da automatisch schon mal auf Durchzug. Ne? Und je länger die Beziehung anhält, desto länger hält der Durchzug auch an. Ne? Aber ich hab's mal versucht, sachlich zu erklären. Ich habe gesagt, der Homo sapiens sapiens, der wäre doch auch nicht da, wo er jetzt ist, wenn der immer nur zugehört hätte. Soll ich heute Abend am Lagerfeuer das Otterfellröckchen tragen? Oder doch lieber die Mammutleggings? Da zwickt aber immer so der Biber. Zack, hätte einem der Säbelzahntiger die Entscheidung abgenommen. Auch nicht schlecht. Ich meine, der Mann war doch evolutionsgeschichtlich auch viel häufiger in so gefährlichen Situationen als die Frau, ne? Auch als Jäger. Deswegen hat sich sein Gehirn ja auch ganz anders entwickelt. Ne? Ich sage jetzt nicht besser, ne? Als von Frauen, aber obwohl, nein, es ist halt größer. Ne? Ja, das ist schon erwiesen, also. Kann man nachwiegen. Also ja, aber nur 10%. Ich meine, was sind schon 10%? Eigentlich eine ganze Menge. Für die FDP unerreichbar. Ja, aber. Nein, ich meine, auf Größe kommt es wohl nun wirklich nicht an. Zumindest nicht beim Gehirn. Ansonsten schon. Nee, aber also wirklich, ich glaube auch diese 10% beim Mann, die haben sich wahrscheinlich aber auch so gebildet, weil der Mann ja als Jäger öfter so in gefährlichen Situationen war, ne, und sein Gehör ja auch sehr fokussieren musste. Ja, deswegen denke ich mal so, ne, haben sich wahrscheinlich hinter seinen Ohren so dicke Filter gebildet, ne, also die so, die ja auch was wiegen, ne? Wahrscheinlich so 10%, die dann so Frauenstimmen schon mal so komplett rausgefiltert haben. Die waren ja auch nicht wichtig in dem Moment und das hat sich ja bis heute auch so erhalten. Deswegen können Männer ja auch Autos kommen hören. Für Frauen wurden Ampeln erfunden. Ja. Oder das Einkaufen macht auch Spaß mit so einem Filter, endlich mal wieder. Ne? Da macht man so Klick, ne? Da wird die Metzgerei-Fachverkäuferin zur Pantomime. Ne? Man kann in Ruhe aussuchen. Oder hier bei uns zu Hause, ne, wenn meine Bekannte mal wieder sagt, so immer, wie kann man denn eigentlich nur den ganzen Abend vorm Fernseher hängen, kaltes Dosenbier trinken und so 22 Minderbemittelten dabei zusehen, wie die hinter so einem hässlichen Kunstlederball herlaufen. Ne, da kommt bei mir durch diesen Filter immer nur so an, so Dosenbier, wow, 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 wow. Lederball, wow, 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 wow. Ne, ist echt toll. Also, ja gut, manchmal kommen auch ganze Sätze durch. Ne, sowas wie, Schatz, möchtest du was Leckeres essen? Oder soll ich dir ein kaltes Bier bringen? Oder, könntest du dir vorstellen, mal mit 2 Frauen zu schlafen? Klar, wenn du nicht dabei bist. Nee, das habe ich natürlich.
Ich finde ja, also das Hauptproblem in Beziehungen heutzutage ist eigentlich, dass man in Gedanken oft ganz woanders ist. Ne? Ich saß neulich mit meiner Bekannten beim Frühstück und wollte sagen, du Schatz, kannst du mir bitte mal die Aprikosenmarmelade rübergeben? Ne? Und sag stattdessen, du blöde Sau, hast mir mein ganzes Leben versaut. Ja, klar, ja.